Das Thema wurde bereits in der letzten Interseins-Zeitschrift behandelt, so dass es für mich ein Teil Wiederholung ist und ein Teil auch so meine eigenen Gedanken dazu. Wobei ich denke, dass es einfach immer wieder schön ist, uns der Liebe, dieses Mitgefühls und all dem, was dazugehört, zu erinnern und uns das bewusst zu machen, denn wir werden wirklich täglich durch unsere Mitwelt, Umwelt damit konfrontiert. Wir wissen auch, dass Maitreya nicht eine Person ist, sondern die wahre Liebe. Er wird im Buddhistischen dargestellt als den Buddha, der bereits einen Fuß am Boden hat, bereit ist, in die Welt zu gehen. Manche Figuren haben auch schon beide Beine am Boden. Aber es handelt sich nicht hier um einen neuen Messias, sondern es geht hier wirklich um die neue Qualität, die intensivere Qualität der wahren Liebe. Wir kennen ja alle die anderen Formen der Liebe. In der Psychologie wird sie bezeichnet als, also das heißt, die Psychologie beruft sich aus ihrer Sicht auf die unwillkürlichen Bindungsmotive und taucht als leidenschaftliche oder körperliche Liebe, als romantische oder personale Liebe oder als eine Mischung von allem auf. Sie wird also von der Psychologie auch in vier Schlüssel gegliedert, etwas anders, aber sehr ähnlich, nämlich in Kommunikation, Verständnis, Urteilsfreiheit und Verantwortlichkeit. Das ist so die Betrachtung aus der psychologischen Sicht. Sie sagen, es ist eine unwillkürliche Form. Dem kann ich zustimmen, wenn ich diese Aufzählungen hier nachvollziehe, weil das Gefühl, das sich in uns bildet oder das plötzlich da ist, ist für uns sehr schwer zu steuern. Wir schauen einen Menschen an und plötzlich kommt da ein Gefühl in uns auf. Diese Form entsteht immer durch Augenkontakt. Augenkontakt ist überhaupt eines der wichtigsten. Der Christian hat so schön in dem Gedicht vom Thay auch gesagt, Liebling, ich schaue dir in die Augen. Da sind alle Elemente drin. Und darum ist auch jeder Kontakt mit unseren Mitmenschen, bei Tieren ist es ein bisschen anders, läuft über die Augen. Und wir empfangen etwas, was wir vom Kopf mit unserem Denken her gar nicht orten können und wissen auch nicht, wie wir damit umgehen sollen. So ein Gefühl, ja, es ist ein Gefühl der Liebe, natürlich, dass aber nicht nur unser Herz, sondern dass unseren ganzen Körper mit einer Energie auffüllt, die ja uns im siebten Himmel sein lässt erstmal, zumindest in den Anfangszeiten, bis wir dann etwas mehr mit diesem Gefühl umgehen können und auch ein bisschen mehr unsere Wünsche, die da drin natürlich verpackt sind, jemanden zu treffen, jemanden näher zu treten, wo wir das Bedürfnis bekommen, ihm sehr nahe zu sein, bis hin zum körperlich nahe zu sein, ist ja eine ganz besondere Form. Und da entsteht natürlich auch dieses, ich möchte dich ganz für mich alleine haben. Das ist so wie beim Baby, das braucht die Mutter auch ganz für sich alleine erstmal, um überhaupt mit diesem Neuen jetzt fertig zu werden. Und in diesem Zustand sind wir auch so ein bisschen. Wir müssen oder wir können gar nicht mit unserem Verstand rangehen und sagen, also jetzt schaue ich erstmal an, wer ist das und was mache ich da mit mir, was mache ich mit dem anderen, sondern da lebt sich einfach etwas. Das ist so. So, und erst wenn wir wirklich reingehen in unseren Kopf und versuchen zu analysieren, was zieht mich an diese Menschen so an, was ist da alles da, stelle ich auch fest, dass es viel eigene Bedürfnisse sind, die ich da zu dem anderen hin projiziere, die ich mir von ihm wünsche. Natürlich auch, die ich ihm geben möchte. Das ist ein Geben und ein Nehmen von meiner Sicht aus. Wie es mit der anderen Seite ausschaut,
das registrieren wir gar nicht so, weil wir viel zu sehr verstrickt sind in unseren eigenen Gefühlen und Wünschen. Und dadurch entsteht eine ganz persönliche Beziehung zu dieser Person. Diese Beziehung ist von unseren Gefühlen, von unseren Bedürfnissen abhängig. Wenn von der anderen Seite das Gleiche geschieht, dann erleben wir auch eine ganze Zeit, Highlight sage ich jetzt mal, siebten Himmel und gegenseitiges Geben und Nehmen, was uns unendlich freudig macht, beschwingt macht. Das ist eine eigene Energie, die ist so stark, die ist so gewaltig, dass sie mit uns Dinge macht, die, wozu wir im normalen Leben gar nicht so fähig sind. Es geht letztendlich darum, diese Energie zu transformieren in die Herzensenergie. Und dazu sagt dann Thay, ich habe mich also sehr stark an Thays Gedanken angelehnt hier, dass es die wahre Liebe ist, die letztendlich Bestand hat und die letztendlich das Fundament ist für unsere Herzensöffnung. Das andere ist im ganzen Körper und überall. Aber diese wahre Liebe, die hat doch viel mehr mit dem Herz an sich zu tun. Und darum bezeichnet er es auch als wahre Liebe, weil sie sich mit vielen anderen Aspekten beschäftigt. Diese vier Elemente sind aufgegliedert in erstens, das ist die liebende Güte, kennen wir alle, Maitri, daher auch Maitreya. Wirklich lieben heißt, die andere Person in all ihrem Denken und Handeln und in ihren tiefsten Schwierigkeiten und Sorgen zu verstehen. Ohne Verstehen ist Liebe unmöglich. Die wahre Liebe ist absichtslos. Wir lieben, weil wir lieben. Und zwar bedingungslos und ohne Erwartung. Das heißt auch, Zeit zu haben, ganz aufmerksam bei der Person zu sein. Und wenn wir uns das so ganz auf der Zunge zergehen lassen, dann merken wir schon, wie viel andere Gedanken, beziehungsweise wie dieser Hintergrund doch ein anderer ist. Das zweite ist Mitgefühl, Karuna. Der Wunsch alleine, die Sorgen des anderen zu mildern, reicht nicht aus, sondern wir brauchen auch die Fähigkeit dazu. Wirklich die Fähigkeit, für den anderen da zu sein. Ich möchte wieder so ein bisschen zurückgreifen, wenn wir als Kinder immer in dem Hunger waren, Zuwendung von unseren Eltern, Vater und Mutter zu bekommen, und dieser Hunger nie gestillt wurde, dann wissen wir nicht so recht, was es bedeutet, diese Zuwendung zu kriegen, wie sie aussieht. Und aufgrund dessen können wir sie selber auch nicht ganz gut leben. Wir sind immer mehr auf der Suche nach Zuwendung für uns, wie, als dass wir Zuwendung zum anderen bringen können. Und daran liegt es natürlich auch, dass uns die Fähigkeit dazu fehlt. Das ist nicht selbstverständlich, ein Herz zu öffnen und zu sagen, ja, ich kann dich verstehen und ich kann ganz bei dir sein und ich kann dich aufnehmen in all dem, was gerade da ist. Weil wir eben zu sehr in unseren eigenen Bedürfnissen sind. Thay sagt immer, in dieser Welt sind sehr viel Hungergeister. Das meint er damit, dass wir Essen und Trinken haben. Ich denke, dass wir da, zumindest wir hier, gut gesättigt sind. Aber dieser Hunger nach Zuwendung, Aufmerksamkeit, Liebe, das ist es. Und diese Fähigkeit dazu, das ist für mich ein ganz starker Aspekt, diese Fähigkeit auch auszubilden. Und irgendwann durch unsere Praxis, die wir hier immer wieder üben und wo wir hier Anstoß zu kriegen, langsam in uns stark werden zu lassen, gelingt es uns, von uns ein Stückchen wegzukommen und diese Liebe dem anderen auch geben zu können. Voraussetzung ist natürlich, dass wir sie erstmal für uns entwickeln. Und darum bemühen wir uns ja. Also tiefes Schauen und Verstehen, um die Natur des Leidens zu erkennen.
hilft, den Schmerz zu lindern und zu verändern. Wissen und Verstehen sind die Wurzeln unserer Praxis. Und Praxis ist immer wieder Meditation. Auf dem Kissen und im Alltag. Auf dem Kissen ist ganz was Wichtiges, weil einmal am Tag zur Ruhe zu kommen, einmal am Tag, am Abend oder auch am Morgen, jeder nach seinem Rhythmus, kurz Rückschau zu halten, wenn ich abends sitze, wie war mein Tag, was ist mir heute gelungen, was ist heute gelaufen, und zur Ruhe zu kommen, ist auch eine wunderbare Voraussetzung, um abzuschalten, um alles abzulegen, was mich tagsüber so beschäftigt hat, um damit dann auch ruhig und friedvoll in den Schlaf zu gehen. Wenn wir mit ganz vielen Gedanken und ganz vielen Erledigungen in den Schlaf gehen, dann arbeitet es nachts sehr stark nach. Das heißt, wir haben intensive Träume, sind oft auch nicht gut ausgeschlafen, sind oft auch morgens dann nicht gut drauf. Wir brauchen Zeit, uns zu sammeln, zu uns zurückzukommen. Und da können wir natürlich vorbeugen mit. In der Früh zu meditieren ist auch wunderbar, friedvoll, liebevoll und ruhig in den Tag zu gehen. Wer früh aufsteher ist, genauso wunderbar. Aber immer wieder auch zu sagen, ich nehme mir die Zeit. Manchmal braucht es ganz intensive Formen, um sich das wirklich einzuprägen und um es wirklich zu machen. Ich denke da gerade an mich selbst. Ich habe es auch nicht immer so ganz für mich geschafft und habe es auch ein bisschen locker genommen. Aber seit ich für mich erfahren habe, wie wichtig es ist, uns zu sammeln, zu uns zu kommen, auch heil zu werden, ganz zu werden, ist es für mich eine tägliche Übung geworden. Dazu habe ich vielleicht meine körperlichen Schmerzen gebraucht, manche Dinge noch dazu. Und ich erkenne für mich, dass es wirklich Veränderung bringt. Veränderung in unserem Denken, obwohl ich auf dem Weg bin, obwohl ich mich um all die Dinge schon bemühe. Aber da ist dann noch eine andere Qualität drin. Da ist noch etwas, was mit uns und in uns passiert, das Heilung geschehen lässt. Heilung in Körper, Seele und Geist. Der nächste Punkt ist die Freude. Mudita. Wenn keine Freude in der Liebe ist, ist keine wahre Liebe. Liebe muss immer mit Freude verbunden sein. Bei der romantischen Liebe ist er automatisch, ist klar, ich freue mich, den Schatz wiederzusehen. Aber wenn ich Liebe entwickeln darf, muss ich dazu sagen, für eine andere Person da zu sein, sie zu lieben, sie zu nehmen, wie sie ist, dann ist es manchmal nicht ganz so selbstverständlich, auch Freude dabei zu empfinden. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir leiden oder auch weinen, bringen wir auch die andere Person zu leiden. Und das ist nicht wirklich Liebe, das ist nicht die wahre Liebe. Da kann keine Liebe da sein. Es ist eher das Gegenteil. Das heißt also, dass wir die andere Person in unser Leid hineinziehen, dass wir ihr vielleicht sogar die Freude nehmen und damit nicht das geben können, was wir unter Liebe verstehen. Gleichmut ist das nächste Wort. Gleichmut und gleichzeitig natürlich auch Freiheit, Upeksha. In wahrer Liebe fühlt sich die andere Person innerlich und äußerlich frei von mir. Das heißt, nicht, dass sie jetzt macht, was sie will und ihr eigenes Programm macht und der Partner eben einfach nur da sein sollte. Sondern es geht mir um den inneren Raum, um mich selbst nicht in einer Pflicht zu fühlen, sondern frei zu sein in meinem Dasein, in meinen Gedanken und in meinem Tun, weil ich die Möglichkeit habe, mit meinem Partner Austausch zu haben, mich ihm mitteilen zu können. Und da ist ein Stück Freiheit drin, ihm sagen zu dürfen, ich möchte gerne dieses oder an jenem habe ich große Freude. Und dafür auch noch das Verständnis vom Partner zu kriegen, dass er sagt, das ist schön,
Ist ja wunderbar, dass du jetzt eine Möglichkeit für dich gefunden hast, einen Kurs zu geben oder ausgefüllt zu sein, indem du anderen Menschen hilfst. Es gibt da viele Dinge, an denen wir Freude haben. Und wenn unser Partner dafür Verständnis hat und uns diese Freiheit gibt, das auch tun zu dürfen, und wir trotzdem dieses Beisammensein und diese Verbundenheit weitertragen können, dann ist es dieses, sich auch innerlich frei fühlen zu können. Die Frage, die Thay dazu stellt, ist: Liebling, hast du genügend Raum in deinem Herzen und um dich herum? Das ist dieser Raum um dich herum und in deinem Herzen. Den brauchen wir alle. Wir können nicht immer nur, ich sage jetzt mal, gegriffen werden und nicht immer nur ganz für den anderen da sein, weil wir auch erstens eigene Aufgaben haben in diesem Leben. Wenn wir hier ankommen, dann gibt es Dinge, die für uns vorgesehen sind. Wer auch immer sie für uns vorsieht, da gibt es ja einen Wunsch, warum wir da sind. Und wenn wir sagen, wir sind hier in einer Schule, um zu lernen, dann gibt es auch Aufgaben dazu. Und für die müssen wir auch Zeit und Raum haben dürfen. Damit können wir uns testen, ob unsere Liebe eine wahre Liebe ist. Dem anderen den Raum zu lassen, ihm die Zeit zu geben und trotzdem die Verbindung nicht abzubrechen und auch nicht dieses Gefühl der Eifersucht zu entwickeln. Das ist sehr schnell da, dieses Gefühl, weil wieder dieser Aspekt der Kindheit ankommt. Dieser Mensch geht mir verloren, nur weil er ein paar eigene Aspekte, ein paar eigene Wünsche und Dinge für sich realisiert. Aber er geht uns nicht verloren. Wenn wir vom Herzen her verbunden bleiben und dieses Vertrauen auch haben, dann brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen. Zu lieben heißt, ganz da zu sein, mit all unseren Qualitäten. Wie können wir leben mit dieser Liebe? Wie können wir mit ihr leben, wenn wir nicht ganz da sind? Wenn wir mit unseren Gedanken immer woanders sind? Hier ist wieder die Praxis gefragt. Dasein heißt, meditieren, um achtsam sein zu können, was Zeit erfordert. Dazu brauchen wir Zeit. Und die Frage, die wir uns dazu stellen, lautet: Wie viel Zeit nehmen wir uns, um lieben zu können? Wie viel Zeit nehmen wir uns, um lieben zu können? Den anderen ganz wahrzunehmen, aufzunehmen, da zu sein. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir uns selber erstmal voll und ganz annehmen, dass wir uns selbst von ganzem Herzen her lieben können, mit all unseren Schwächen und natürlich auch mit all unseren Vorteilen und den tollen Dingen, die wir in uns haben. Wir sind alle großartig und jeder hat Liebenswertes in uns. Diese Selbstliebe, das ist das Allerwichtigste, ist der Grund, der Boden, um natürlich für die andere Liebesform, für die wahre Liebe da sein zu können, um die auch entwickeln zu können. Die haben wir ja gar nicht immer von Anfang an. Denn wir müssen uns ja erstmal bewusst machen, was sind das alles für Formen, worum geht es denn da eigentlich? Und das ist das, was wir immer wieder hier auch miteinander üben, trainieren, uns so anzunehmen, wie wir sind. Und das ist gar nicht so einfach, gar nicht so leicht, wissen wir alle. Ich habe dazu eine ganz nette Geschichte vom Michael von Brück, der von einem Maitreya, der Barmherzigkeit, der Liebende, ein paar Gedanken dazu schreibt. Asango, ein buddhistischer Heiliger im 3., 4. Jahrhundert, meditiert 7 Jahre lang in einer Berghöhle. Er wollte, dass ihm Maitreya, der kommende Buddha, in christlicher Vorstellung der Messias erscheine. Aber Maitreya kam nicht. Asango gab es auf, ging enttäuscht zurück in die Stadt und berichtete seinem Meister, dass alles umsonst gewesen sei. Dieser sagte: Meditiere weiter 7 Jahre, Maitreya wird kommen. Asango ging zurück in seine Berghöhle im Himalaya
und meditierte. Aber Maitreya kam nicht. Diesmal gab Asango endgültig auf. Voller Resignation und auch ein wenig zornig ging er zurück in die Stadt. Da lag am Straßenrand ein räudiger Hund, voller eitriger Wunden. In Mitleid und Barmherzigkeit beugte sich Asango über ihn. Da kam Maitreya. Asango, warum kommst du erst jetzt? Viele Jahre habe ich meditiert und du bist nicht gekommen. Darauf Maitreya, ich bin die ganze Zeit bei dir gewesen, dort oben in deiner Berghöhle, aber du konntest mich nicht sehen. Jetzt, wo du Barmherzigkeit übst, da siehst du mich. Dieses Sehen ist es auch, den anderen wirklich zu sehen, ihn wahrzunehmen. Und dazu braucht man wieder die Achtsamkeit. Und das ist das Wichtigste, dass wir oder die wir über die Meditation erreichen. Für uns, für die, die wir lieben und für unser Leben. Die einfache Praxis von Thay dazu ist immer wieder, und das kennen wir alle schon, atme ein und sei dir bewusst, dass du einatmest. Atme aus und sei dir bewusst, dass du ausatmest. Ganz da zu sein. Bei unserem Atem. Der Atem ist einfach das beste Instrument. Immer wieder zum Atem zurückzukommen, heißt, zu uns nach Hause zu kommen und wirklich da zu sein. Geist und Körper sind selten beisammen, weil wir in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder bei unseren Gefühlen sind. Im Buddhismus spricht Thay von einem Mantra. Es ist eine magische Formel, die eine Situation, unseren Körper, Geist und uns als Person völlig verändern kann. Es ist einfach so, dass wenn wir in unserem Körper sind, sind wir in unseren Gefühlen. Und wenn wir in unserem Geist sind, sind wir in unseren Gedanken. Wobei Gedanken letztendlich immer die Gefühle berühren. Aber es ist nicht diese ganze Form des Körper-Geist-Systems oder dieses wirklichen Beisammenseins, wo sich die beiden abstimmen. Diese Formel muss in einem Bewusstsein gesprochen werden, wo Konzentration, das heißt Körper und Geist, zusammen sind. In diesem Zustand wird das Gesprochene zu einem Mantra. Von Thay lautet es, und das kennen wir wieder, Liebes, ich bin ganz für dich da. Wenn wir uns diese Zeit, diese Aufmerksamkeit nehmen und wenn dann Körper und Geist wirklich beieinander sind, wir dieser Person tief in die Augen schauen und von ganzem Herzen her sagen, Liebes, ich bin wirklich da für dich, können wir die Veränderung in dieser Person augenblicklich wahrnehmen. Wann ist jemand wirklich für uns da? Wann sind wir wirklich für jemanden da? Von ganzem Herzen her, von der Zeit her. Und ihm in die Augen zu schauen und dann so ein Mantra zu sagen, hat eine ganz tiefe Wirkung. Wirklich da zu sein. Das öffnet nicht nur unser eigenes Herz, sondern es öffnet auch das Herz des anderen. Und auch mal dem anderen zu sagen, muss nicht immer unser Partner sein. Es können auch unsere Kinder sein oder Freunde. Wie schön, dass du da bist. Oder auch mal, ich brauche dich. Nicht im Sinne von gebrauchen, sondern ich brauche dich. Ist was Wunderbares. Und ich habe dich sehr lieb. Und es ist wunderbar, dass du meine Freundin oder mein Freund bist. Ist schön. Sagt das mal. Und guckt mal, wie fühlt sich denn das für euch selber an? Ich habe es letztens mal wirklich auch von Herzen her gemacht. Ich hatte einfach den Wunsch, jemand anzurufen und ihm zu sagen, dass ich sehr viel Freude habe, dass ich ihn kenne und dass ich ihn sehr mag. Dann hat sie mich gefragt, was ist mit dir passiert heute? Was ist denn los? Gibt's was Besonderes? Gab es gar nicht. War einfach wirklich von Herzen her gerade ein Wunsch. Und den habe ich auch gleich umgesetzt. Eine andere Form, beim anderen zu sein, ist,
ihn anzuerkennen. Zu lieben ist zu sein. Und geliebt zu werden ist erkannt zu werden vom anderen. Das ist natürlich schwierig. Wir kennen uns ja selber kaum. Wie können wir dann den anderen kennen, erkennen? Und das geht nur, indem wir uns selber erstmal ergründen. Wenn wir uns selber ergründen in all unseren Winkeln und Ecken, in all unseren Vorzügen und sonstigen Eigenschaften, dann merken wir, wie wir sind, und wir können dann auch feststellen, wie der andere ist. Ist er so wie ich oder ist er ganz anders? Und wenn er ganz anders ist als ich, dann darf ich neugierig sein und gucken. Interessant. Oft haben wir als Partner ein Gegenüber, das ganz anders ist. Das ist auch so dieses, ich sag jetzt mal, Gottgewollte, damit wir diese Andersartigkeit auch aufnehmen in uns. Und da ist natürlich dann immer eine Reibung, ist klar, weil wir mit dieser Andersartigkeit von beiden Seiten her, ob das Kinder sind wieder oder Freunde sind, ganz egal, es bezieht sich immer auf alle, mit denen wir zu tun haben, bis hin zum Chef oder Lehrer, mit dieser Andersartigkeit umzugehen und die bei uns zu integrieren. Wir bauen viel zu schnell Widerstände auf, weil es für uns anders ist, es fühlt sich anders an und dann können wir oft nicht damit umgehen. Diese Andersartigkeit hat aber einen tiefen Hintergrund für uns, wirklich zu erkennen, was es noch für Möglichkeiten gibt für uns im Leben, anders zu reagieren, zu handeln, zu denken, unseren eigenen Horizont damit zu erweitern, unsere Eigenschaften, Qualitäten zu erweitern, um wirklich diese Ganzheit mehr und mehr aufzunehmen. Und je mehr wir Personen an unserer Seite haben, die anders sind, umso größer ist die Konfrontation mit uns. Und umso größer ist die Chance auch für uns zu lernen, anzunehmen, anzuerkennen. Und damit können wir natürlich auch die andere Person näher kennenlernen, aufnehmen, akzeptieren, anerkennen. Den anderen anzuerkennen ist verbunden mit wir schauen, wir sprechen und wir handeln entsprechend. Wir sind ganz da, um diese Andersartigkeit wirklich in uns zu integrieren. Allein der Wunsch, ihn zu lieben, reicht einfach nicht aus. Ihr merkt, es sind ganz viele Qualitäten, es sind ganz viele Dinge, die noch dazu beitragen. Und da sind wir natürlich bei der wahren Liebe weit entfernt von der anderen Form der Liebe, der körperlichen Liebe, sage ich jetzt mal. Diese wahre Liebe ist eine, oder erleben wir bei Menschen, die schon sehr alt und sehr lange miteinander sind und immer noch ein liebevolles Miteinander haben, die mit 70 Jahren sich vielleicht noch mal an der Hand greifen und sich die Hand drücken oder sich gegenseitig mal über den Kopf streichen. Das ist dann die wirkliche wahre Liebe. Denn über so viele Jahre sich noch vom Herzen her zu begegnen, sich bei der Hand zu nehmen, ist schon fast eine Kunst. Wenn ich meinem Partner sage, es ist schön, dass du da bist und es macht mich glücklich, wird die Freude des anderen ihn erblühen lassen, wie eine Blume. Und ebenso mich, wie ich euch gerade erzählt habe. Ich denke, wir sollten dies öfters tun. Einfach mal zu probieren, oder das heißt nicht probieren, so, weil wenn es so gewollt ist und vom Kopf her kommt, dann fehlt meistens noch so ein Stückchen Herz, sondern uns immer wieder wahrzunehmen und zu gucken, was ist gerade bei mir, was habe ich für ein Gefühl und was tut sich, wir merken, wir haben heute Freude in uns und was ist denn da noch da und wie kann ich die Freude teilen mit dem anderen? Und dann kommt plötzlich so ein Wunsch, so ein Gedanke, ach, jetzt rufe ich da mal an oder ich mache da oder da einen Besuch oder sag dies oder jenes. Das ist dann das Erblühen unseres eigenen und wir lassen damit den anderen auch erblühen. Können wir, ne? Das, wenn uns jemand was Schönes sagt, wie sich das gut anfühlt. Thay sagt immer, auch Blumen bewässern. Und so ist es einfach, dass die Glückseligkeit in uns selbst liegt.
sie liegt in uns. Wir haben immer wieder neu diese Liebe, diese Freude, dieses Dasein, dieses Wunder, all diese Dinge auszugraben. Die Möglichkeit haben wir, jeden Tag aufs Neue. Manchmal ist er nämlich tief vergraben, irgendwo. Dann müssen wir sie woher holen. Aber in der Achtsamkeit fällt uns das relativ schnell auf. Und das ist unsere tägliche Praxis oder unsere tägliche Meditation. Thay wird oft kritisiert, dass er zu wenig meditiert, weil er ein Zen-Mönch ist. Und dann antwortet er immer, es geht nicht um das Sitzen auf dem Kissen allein, sondern es geht um den Alltag. Meditation ist auch Alltag. Und das praktiziert er in seinem Zentrum sehr stark, was er wirklich immer wieder sagt, dieses Miteinander und diesen Alltag zu praktizieren. Wenn wir nicht wirklich im Hier und Jetzt sind, sind auch die Dinge um uns herum nicht da. Zum Beispiel die Blume, die Sonne oder der feine Geruch von Räucherstäbchen. Da gibt es noch so einen schönen Satz, wenn es mich nicht gibt, gibt es euch nicht. Wenn es euch nicht gibt, gibt es mich nicht. Das heißt, wenn wir uns nicht gegenseitig sehen, bemerken und wenn wir die Dinge um uns herum nicht sehen und bemerken, dann sind sie einfach nicht da. Sie existieren nicht. Sie existieren nur, wenn sie unsere Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir ihnen unser Dasein präsentieren und wenn wir mit unseren Augen sehen. Wir sind umgeben von Wundern, von Fülle und Reichtum, aber nur, wenn wir sie erkennen, sonst nicht. Sonst sind wir ja arm. Das Paradies ist hier und jetzt. Und das Leben ist nur in diesem Augenblick verfügbar. Das wissen wir inzwischen auch schon alle. Das ist einfach so. Es gibt kein Gestern, es gibt kein Morgen, es gibt nur das Jetzt. In einem meditativen Zustand bringen wir Körper und Geist zusammen und sind dadurch mit dem Leben in Berührung. Dann nämlich, wenn wir wirklich ganz in uns ruhen und ganz bei uns sind. Da zu sein, wenn jemand leidet, ist für die leidende Person nicht nur ein großes Bedürfnis, sondern lindert auch das Leiden. Haben wir keine Zeit in dieser Situation für sie, wird zweifellos ihr Leid größer. Und ihr wisst, wie schön es ist, wenn wir unsere Sorgen mit dem anderen teilen können. Wenn es da jemand gibt, dem wir erzählen können, warum wir gerade leiden und was gerade so passiert ist. Wie heißt es so schön? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Diese alten Sprichwörter haben ein tiefes Fundament. Ist diese Person dann wirklich für mich da? Wie tief ist meine Verbindung und meine wahre Liebe zu ihr? Was tue ich für diese Person wirklich? Und was tut diese Person für mich? Immer wieder schauen auch, inwieweit kann ich wirklich da sein und inwieweit ist die andere Person wirklich da für mich. Wenn wir uns mit jemandem unterhalten und wir schauen uns dabei an, dann weiß ich, die Person ist da. Wenn ich aber inzwischen zur Straße rüber gucke und sehe, ach, wer geht da gerade vorbei, höre mit dem linken Ohr, was mir mein Gegenüber erzählt, kann ich nicht da sein. Und das kennen wir auch, wenn wir Menschen beobachten, da ist meistens nur ein Ohr da. Und das Auge fehlt ganz. Dabei fällt mir auch der Satz ein, ich kann nicht glücklich sein, solange der andere leidet. Das wissen wir, dass wir verbunden sind mit allem. Und das Leid, auch wenn sie noch so weit weg sind oder das Leid noch so weit weg ist, uns letztendlich berührt. Thay hat mal sehr schön darüber referiert, dass durch die Energie, durch die Schwingung, auf diesem Erdball auch der berührt wird, der auf der ganz anderen Seite des Erdballs lebt und wohnt. Denn die Schwingung setzt sich fort und wenn auf der, ich sag jetzt mal, asiatischen Seite Leid ist, dann dürfen wir nicht glauben, es ist da drüben, wir haben damit nichts zu tun. Wir haben Gott sei Dank hier alles noch wunderbar. Es berührt uns trotzdem. Und das zeigt sich in unserem Befinden, in unserer Psyche.
Da treten dann plötzlich Dinge in uns auf, Traurigkeiten, Depressionen, Gefühle, die wir für uns gar nicht orten können, die wir auch schwer gleich verändern können. Das sind zum Beispiel Berührungen, die damit zu tun haben können. Mitzufühlen, inzwischen ist es ja das so, dass wir durch diese vielen Nachrichten und durch die Möglichkeiten dieser Vernetzung sehr schnell davon erfahren, um uns zu befreien von diesen leidvollen Energien, ist es gut, sich einfach dann, wenn wir sie spüren, hinzusetzen und zu sagen, ich bin ganz bei euch, ich spüre, dass ihr leidet und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass sich die Dinge möglichst bald wieder verändern und da zu sein, mit unseren Gedanken, ihnen Kraft zu geben. Und darüber hinaus können wir es natürlich auch noch mit materiellen Dingen tun. Aber das ist was Wichtiges. Damit befreien wir uns selber und schicken unsere Energie, die jetzt hier dies Leidvolle von der anderen Seite aufnimmt, verwandeln. Das heißt, wir verwandeln dieses Leid der anderen in Mitgefühl und Verstehen. Und das wiederum senden wir dann noch aus. Wir sind bei euch, wir empfinden mit euch und wir sind auch da für euch. Dazu gehört natürlich auch die liebevolle Rede. Mit liebevoller Rede berühren wir die Menschen viel eher und viel tiefer, wie wenn wir ihnen Dinge einfach nur so sagen. Diese liebevolle Rede ist natürlich auch wieder herzgebunden und bedarf der Achtsamkeit, sehr der Achtsamkeit. Und wenn Gefühle hochkommen, die uns gerade in Ärger bringen oder so, dann müssen wir uns dessen bewusst werden, in unser Herz gehen, nicht zurückhauen. Ich habe immer noch nicht so ganz den Satz für mich eingegliedert, wenn dir jemand eine Ohrfeige auf die rechte Backe gibt, halte ihm die linke hin. Ich denke, da könnte man drüber reflektieren, wie das gemeint ist. Es gibt für mich verschiedene Versionen, wie ich das aufnehmen kann. Aber einfach nur hinhalten, glaube ich, das ist es nicht. Da sind wahrscheinlich noch ein paar andere Qualitäten notwendig und auch gemeint. Also diese liebevolle Rede gehört auch mit zu diesem Herzöffnen, zu dieser Achtsamkeit, zu dieser Praxis der Meditation. Durch tiefes Zuhören lindern wir den Schmerz des anderen. Frieden, Stabilität, Ruhe und Freude sind dann die Früchte. Eine wunderschöne Früchte, ne? Stabil zu sein, Frieden in sich zu haben und Freude zu haben. Fühlt sich für mich unendlich gut an. Die Voraussetzung für eine liebevolle Zuwendung zum Nächsten, zum Partner, zur Familie, zu Kindern, zu Eltern, ist stets, wie ich schon erwähnt habe, die Selbstannahme, die Selbstliebe und die Selbsterkenntnis. So viele Tarotkarten und sonstige mystische Bilder haben so diese Tore, wo drüber steht, der Weg zur Selbsterkenntnis. Diese Ecken von uns zu erkennen, worüber ich schon berichtet habe, ist enorm. Damit kriegen wir auch mit, was sonst noch alles in uns ist. Und da kommen Dinge manchmal hervor, die uns überraschen. Fähigkeiten, die uns Freude machen, die wir noch nicht entdeckt haben. Manchmal natürlich auch Schattenseiten, in die wir noch nicht eingetaucht sind. Spannend, das Ganze. Die tägliche Praxis führt uns mehr und mehr zu uns und die Achtsamkeit nährt all diese Aspekte und hilft uns, ein liebevolleres und verständnisvolleres Leben zu führen. Damit können wir mehr und mehr zur wahren Liebe kommen. Und das wünsche ich mir für mich und für uns alle.